Hi Leute und herzlich willkommen zu Unicorn. Are you listening? Damn. Yeah. Herzlich willkommen zurück zu unserer kleinen Nagelkunde. In diesem und im nächsten Video zeige ich euch, wie ich den Bums vom letzten Mal auffülle. Das heißt, ich zeige euch, wie ich mit der Fräse umgehe, wie ich auffülle vor allen Dingen und wie ich einen French mache. Ja, was bleibt mir auch noch zu sagen, als viel Spaß beim Nachmachen und beim Zuschauen natürlich auch. Wir haben die Nägel vom letzten Mal, die sind jetzt 4 Wochen alt. Vorgestern ist einer flöten gegangen beim Volleyballspielen. Aber ansonsten sind noch alle dran. Wahrscheinlich ein bisschen Luft runter hinten. Gut rausgewachsen. Aber gucken wir mal, wenn wir was abfräsen, wie das dann da drunter aussieht. Nehmt nicht den gröbsten Schleifkopf und fräst nicht zu viel ab am Anfang. Also macht wirklich nur so 80% erstmal abfräsen zum Testen und zum Üben. Den Rest macht er dann mit der Feile. Ja, also ein bisschen aufpassen. Kunde ist König und das Ding kann gefährlich sein. Wenn ihr euch eine elektrische Fräse anschaffen wollt, dann kauft nicht das günstigste, sonst kauft ihr definitiv zweimal. Ich persönlich habe bei eBay eine von Promet ganz günstig geschossen. Für 185 Euro waren das, glaube ich. Und das ist so das Einsteigermodell, was ich jetzt hier habe. Aber das reicht für die privaten Zwecke, sogar für den gewerblichen Gebrauch, vollkommen aus. Ich kann euch wirklich nur empfehlen, einen Metallfräskopf euch zu organisieren. Egal ob Gold oder Titan. Der Vorteil dabei ist, dass die Hitze schneller abtransportieren. Das heißt, der Nagel wird beim Fräsen nicht so schnell heiß und es ist viel angenehmer für den Kunden als so ein Papierschleifkopf. Zudem kann man die Metallköpfe einfach desinfizieren und beim nächsten Kunden wieder benutzen. Wenn ihr das erste Mal eine elektrische Feile in der Hand habt, macht wirklich nur so 70-80% des Gels weg und tastet euch dann mit der Zeit immer weiter ran. Man ist mit so einem groben Schleifkopf sehr schnell am Nagel angelangt und läuft dann Gefahr, den Nagel zu dünn zu feilen oder eventuell sogar durchzufeilen. Deshalb wirklich nur auf dem Gel fräsen, mit einem leichten Druck erstmal, um sich daran zu gewöhnen. Und dann könnt ihr euch immer weiter rantasten, wenn ihr euch mehr traut. Arbeitet wirklich nur mit einem leichten Druck und schnellen Bewegungen. Umso länger ihr den Fräskopf auf dem Nagel haltet, umso heißer wird der Nagel. Auch wenn es ein Metallfräskopf ist, irgendwann werden die auch heiß. Und der Kunde wird euch irgendwann mal anschreien. Zudem könnt ihr auch bei diesem Fräskopf mit der Spitze arbeiten. Falls ihr nicht in die Ecken reinkommt, dann nehmt einfach die Spitze und arbeitet euch dann langsam in die Ecke rein. Ihr könnt den Nagel natürlich auch mit der Fräse kürzen. Das erspart euch ein wenig Arbeit beim Feilen. Natürlich nicht so viel kürzen, wie es eigentlich sein soll, sondern lasst noch ein bisschen mehr übrig, denn die Feinarbeit macht ihr dann mit der Feile. Das Abfräsen ist natürlich eine sehr staubige Angelegenheit. Am besten Mundschutz oder eine Absaugung oder vielleicht auch beides. Und was auch ein bisschen hilft, ist eine Schutzbrille. Weil wenn wirklich mal Luft drunter ist, dann fliegt euch das Zeug auch mal gerne ins Gesicht. Ich habe es auch schon ein, zwei Mal im Auge. Also es bringt einen nicht um, aber es ist unangenehm. Also Schutzbrille ist ganz cool. So, kommen wir wieder zum Feilen. Wir haben jetzt ungefähr 80% des alten Gels abgefräst und den Rest machen wir jetzt mit der Feile. Da habt ihr einfach eine bessere Kontrolle und könnt wirklich gut in die Ecken und ihr feilt natürlich auch den Nagel nicht zu sehr kaputt. Auf jeden Fall die Länge anpassen. Diesmal war es ein bisschen kürzer, beim letzten Mal waren sie zu lang. Damit die auch 4 Wochen oder, wir haben ja gesagt, 3 Wochen wachsen können. Beim Feilen wieder darauf achten, nicht an die Haut kommen. Wir können auch mal direkt die Nagelhaut zurückschieben. Da haben wir uns jetzt hier so ein lustiges
Teil von DM organisiert. Mal gucken, was das so kann. Beim Feilen ist jetzt natürlich wichtig, ihr müsst die Luft rausfeilen und alles, was locker ist, entfernen. Und ja, das machen wir jetzt. Auch hier wieder an den Seiten feilen. Damit ihr einen schönen geraden Übergang zum Nagel habt. Also vom Naturnagel zum Tipp, der jetzt hier noch wächst. Hier haben wir ein bisschen Luft. Das feilen wir so gut wie möglich weg. Aber wir machen es nicht ab, weil das verstärken wir gleich wieder mit Gel. Umso mehr wir erhalten können von dem Ganzen, umso besser. Wir können jetzt hier natürlich auch das Ganze abfeilen und mit einer Schablone arbeiten. Aber ich versuche immer so viel wie möglich vom Tipp zu erhalten. Umso weniger Arbeit habt ihr dann auch. Dann auch hier wieder ein bisschen schmaler feilen, als der Nagel eigentlich sein soll. Weil wir machen ja noch einiges an Gel drauf. Solche Lufteinschlüsse müssen natürlich weggefeilt werden. Genau wie hier an der Seite. Das liegt daran, dass die Nägel sehr kurz waren, als wir den Tipp aufgeklebt haben. Dadurch ist hier an der Seite was reingekommen und hat sich dann nach hier ausgebildet. Aber das ist nicht tragisch. Das fallen wir einfach weg. Falls ihr hier solche kleine Lücken habt, die kriegen wir noch mit Gel geschlossen. Da braucht ihr jetzt keine Schablone für ansetzen. So sollte dann aussehen. Keine Luft mehr drunter, alles angeraut. Auch hier wieder in den Ecken die kleinen Nagelhautfetzen wegmachen. Und dann wie beim ersten Video mit dem Buffer einmal komplett drüber gehen. Bei dem Finger könnte man jetzt mit einer Schablone arbeiten, aber da die anderen Finger auch Tipp sind, mache ich da jetzt auch einen Tipp drauf, damit der von unten gleich aussieht. Sonst wäre der von unten transparent und man könnte das Gel durchsehen. Wir kürzen den Nagel jetzt, wo der Tipp kommt, nicht ganz, weil wir wollen ja den Nagel erhalten und dass wir später keine Tipps mehr haben und nur noch einen Naturnagel. Deshalb machen wir den jetzt nur ein bisschen vernünftig und nicht so komisch kantig. Ich würde erstmal komplett alles fertig feilen. Falls mal zwischendurch wieder ein Nagel flöten geht, dann müsst ihr nicht 15 Mal einen Nagel ansetzen, sondern könnt das in einem durchmachen. Deshalb feilt erstmal alles zu Ende. Und dann könnt ihr mit den Ausbesserungen anfangen, Tipp kleben oder Schablonen ansetzen, wie auch immer. So, ich feile jetzt noch schnell den Tipp nach, den wir jetzt gerade aufgeklebt haben. Danach kommt ganz normal, wie beim letzten Mal auch, Primer und Haftgel. Und danach geht es auch direkt mit dem French weiter. So, wir haben jetzt Primer Haftgel aufgetragen. Jetzt kommt eine kleine Grundierung für den French oder das French. Das heißt, wir machen eine dünne Schicht Aufbaugel drauf, wirklich nur eine dünne Schicht. Das ist jetzt nicht die C-Kurve, sondern wir machen nur eine Grundierung für das French, um das gleich besser auftragen zu können. Das machen wir deshalb, weil wir eine glatte Oberfläche haben wollen. Da wir den Nagel ja gefeilt haben, ist der relativ uneben jetzt. Das heißt, der Tipp ragt ein bisschen hinaus, wir haben eine angeraute Oberfläche. Dafür machen wir jetzt eine dünne Schicht Aufbaugel drauf, damit wir wieder eine glatte Oberfläche kriegen und den French besser malen können. Das Ganze tragt ihr relativ dünn auf. Das verzieht sich von allein und ergibt dann eine glatte Oberfläche. Im Prinzip tragt ihr das Ganze wie das Haftgel auf. Ihr dürft dabei ruhig mit dem Pinsel auf den Nagel kommen, das ist kein Problem. Und dann kommt das ganz normal 90 Sekunden in die Lampe rein.
So, das war's auch schon mit dem ersten Video aus dem zweiten Teil Grundlagen. Ich hoffe natürlich, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, gerne sharen, teilen, liken, wie immer. Und dann würde ich mich freuen, wenn wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Euer Chris. Hasn't it?